irgendwas wollte ich gerade nochmal erzählen. Ich weiß es nicht. Bitte mir kein Bier mehr. Ich weiß, eins reicht schon. Also. Ein Eis reicht. Aber da kommt auch noch der Zucker vom Popcorn dazu, natürlich. Ah, ja. Ja, du. Ich habe halt keinen starken Stoffwechsel. Da haben wir jetzt mal so. Love, German Bier. Scorpio. ja, stimmt. Das wäre auch awesome. Scorpio und Moriarty tun sich zusammen. Ja. Das würde nie passieren. Nein. Ich wäre schon mal zufrieden eigentlich, wenn sich Richard Castle und Dr. House zusammentun würden und gemeinsam Verbrechen bzw. medizinische Notfälle machen. Das ist ein Konzept, was völlig Sinn macht. Ja, mein Gott, dann verhauen sie halt zusammen Zombies oder sowas. Das passt dir vielleicht besser, oder was? Ne? Ein Schriftsteller und ein Arzt verhauen Zombies. Toll, das macht immer noch keinen Sinn. Aber zurück zu Sherlock Holmes. Genau. Die Szene im Wald. Ja. Im Trailer, also wer den Trailer gesehen hat oder vielleicht auch den ganzen Film, es werden im Trailer schon einige Szenen gezeigt, wo, wo im Wald in Zeitlupe Bäume durchschossen werden. Und erst hatte ich gedacht, als ich das im Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, noch mehr Zeitlupe, oh bitte. Also ich war überhaupt eigentlich nicht begeistert davon. Im Film allerdings hat es einen Kontext. Es ist nämlich eine unheimlich, es ist eine richtig intense, würde ich sagen, vielleicht jetzt auf Englisch. Also intensiv. Okay, gut. Eine richtig intensive Situation. Eigentlich, sie müssen fliehen dann halt und werden von den Deutschen verfolgt, die wirklich mit all diesem neu erfundenen Gerät, wirklich, dass ich jetzt auch nicht großartig spoilern möchte. Es sind Waffen. Ach, darauf will ich ja gar nicht herkommen. Die schießen mit Waffen. hinter ihnen her sind und versuchen uns... Wir haben das Ende gespoilert. Nein, haben wir nicht. Stimmt. Ja. Unsere Heldentruppe verfolgt dann halt. Und das ist in, also vom rein visuellen her in unglaublich beeindruckender Weise gefilmt. Weil erstmal... die Kamera springt hin und her zwischen also beschleunigten Filmaufnahmen und extremer super Zeitlupe wirklich. Also dass mehrere hundert oder mehrere tausend Bilder pro Sekunde wirklich sind. Normalerweise habe ich was gegen diese Art von Action-Szenen, die halt immer wieder beschleunigen, immer wieder zurückgehen oder so. Aber irgendwas hat Guy Ritchie, der Regisseur, gemacht, dass das in diesem Film nicht nur unheimlich cool wirkt, sondern auch die gesamte Bedrohung einfach, die wiederkommt, weil es halt auch teilweise echt hektisch ist, ja. Aber dann auch wieder sich halt wieder beruhigt, mehr oder weniger. Diese ganze Hektik und Unberechenbarkeit dieses Kampfes und dieser Flucht einfach widerspiegeln. Und ich war echt beeindruckt, wirklich. Also rein vom Visuellen her. Also vielleicht bin ich da ein bisschen oberflächlich oder sowas, wenn ich mich von sowas beeindrucken lasse, aber wow, das sah echt gut aus. Also, ja. Es war auf jeden Fall gewaltig. Also, ja. Ich spoilere jetzt, womit geschossen wurde. Es waren riesige Haubitze, die übrigens auch die Deutschen auf ihren Karten mit Howitzer bezeichnet haben, was ich etwas merkwürdig fand. Ja. Und diese Kugel, bevor sie explodiert, durchschlägt mehrere Bäume, die dann langsam umkippen im Hintergrund. Mhm. Und es mündet einfach alles in einer großen Explosion am Ende. Mhm. Und diese Zeitlupe fängt eigentlich die Zerstörung, die dieser eine Schuss anrichtet, extrem gut ein. Absolut. Also, meine Güte, ich war weg bei dieser Szene wirklich. Ich war da wirklich drin. Das war wirklich gut aus. Zwischendurch immer wieder auf die Charaktere fokussiert, auf die Einzelnen, wie sie halt flüchten oder im Falle der Deutschen, beziehungsweise einer der Deutschen, der war ja ein Engländer, also einer der Verfolger war ein Engländer, wie sie sie verfolgen dann halt. Worüber so viele Füchse für diese Hühner. Ja. Dieser Satz ist einfach, ich hoffe, er wird zu einem deutschen Sprichwort. Ich hoffe nicht. Ja. Der fällt auch in der Szene kurz bevor die große Haubitze abgefeuert wird. Das stimmt, also.
Das ist. Vorher, diese Hobbits wird, glaube ich, insgesamt, oder verschiedene Hobbitsen werden dreimal, glaube ich, abgefeuert. Das erste Mal schießt Watson mit dieser Haubitze. Und zwar, vorher habe ich ja erwähnt, wie ein deutscher Ausweiskontrolleur, auch eine Wache, die Papiere kontrolliert hat, wurde eben erschossen, weil er einfach im Weg war und Watson blockiert hat, von einem Scharfschützen, der auf dem Turm gesessen hat. Danach folgt erstmal eine Flucht, wie Watson vor diesem Scharfschützen in Deckung geht, und irgendwann stellt Watson fest, dass er sich hinter einer riesigen Haubitze versteckt. Als der Scharfschütze das feststellt, sind seine Worte, this is not fair. Wenig später fällt der Turm einfach in sich zusammen. Ja. Das war auch eine sehr geile und amüsante Szene. Ja, wirklich. That's not fair. Das ist ein klassischer Actionfilm-Moment, ja, eigentlich. Also wegen sowas geht man Actionfilme gucken. Ganz einfach. In solcher Sätze. Und ja, es war auch schön zu sehen eigentlich, dass sowohl Holmes als auch Watson jeder einen Gegenspieler hatte. Ja. Einen eigenen, der auf seinem, ja, Niveau war. Und was auch wirklich an beiden Filmen schon gut war einfach, und das sage ich jetzt, obwohl ich den ersten jetzt so ein bisschen abgewertet hatte zuerst, ist, dass Watson nicht so wie in vielen früheren Adaptionen zu so einem bloßen Hündchen von Holmes verkommt, der halt ihm alles hinterherträgt, sondern wirklich, also... Wobei Holmes ihn eher so darstellt. Ja, es geht mir fast schon so, dass ich Watson fast schon besser finde als Holmes. Also... Er ist auf jeden Fall der sympathischere Charakter, weil Holmes ist sehr arrogant. Ja. Aber das mit dem, wie gesagt, also Holmes stellt Watson mehr wie das Hündchen dar. Das wird in einer Szene auch deutlich, wo Stephen Fry spielt übrigens den Bruder von Sherlock Holmes, wo der Watson vorgestellt bekommt. Ich weiß nicht mehr genau, was die Worte waren, aber auf jeden Fall, er ist nicht ganz so zurückgeblieben, wie du mir verkaufen wolltest. Das war so sinngemäß, was er gesagt hat. Mhm. Ja, vielleicht sieht Holmes ihn, Watson einfach so. Ja. Aber diese Arroganz, die Holmes hat, die lässt sich, kann eigentlich auch wirklich nur Robert Downey Jr. so spielen, ne? Ja. Also muss nur aufpassen, finde ich, dass das nicht irgendwie zu seiner Rolle quasi wird, so weil er in Iron Man eigentlich genau das gleiche spielt. Ja, im Grunde spielt er ja, fast nur den gleichen Typus dann, ne? Wobei, ich muss fast sagen, Holmes ist ein Tick verletzlicher. Ja. Obwohl er als Holmes ist er eigentlich noch mehr intelligenter, mehr over the top, aber er ist dann, dafür fällt er dann auch tiefer, wenn was passiert. Ja, das stimmt. Na, er wäre fast gestorben, ne? Upsi, Spoiler! Na gut, jeder in diesem Film stirbt fast. Also. Er ist zwischendurch gestorben und wurde wiederbelebt. Upsi, Spoiler! Mit einer Herzdruckmassage auf der rechten Schulter. Filmfehler. Oder vielleicht das wusste man damals doch nicht so genau. Na, Watson ist doch Doktor. Nein, wie gesagt, also finde Watson eigentlich fast schon cooler eigentlich auch. Also. Auch sehr cool ist, als Holmes die Frau von Watson aus dem Zug wirft und Watson Holmes dafür im Grunde umbringen will. Ja. Holmes trägt immer noch die Damenunterwäsche. Ja. Das ist eine sehr schöne Szene. Ist sehr lustig. Ich hatte alles genau getimt. Nächster Schnitt, sie fliegt aus dem Zug raus, landet im Wasser. Voll gut. Schreiend. Aber wo wir gerade bei den Frauen sind. Noomi Rapace, die schwedische Darstellerin, die eine Zigeunerin spielen soll, von der ich einfach nicht weiß, welchen Akzent sie drauf haben sollte. Ja, ich weiß nicht, was für Akzente Zigeuner haben. Ja, ich auch nicht. Also... Ich meine, das scheinen ja französische Zigeuner gewesen zu sein. Aber die kommen ja aus Rumänien. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber die haben ja eher aus Osteuropa. Von daher müssten die ja eigentlich einen eher osteuropäischen Akzent haben. Ja, einiges klang auch so dann halt. Ja. Ne? Also. Ja. Ja. Sie hatte einen coolen Hut auf, aber mehr kann ich leider nicht über sie sagen, eigentlich irgendwie so. Also, sie hatte schon einen recht coolen Charakter eigentlich, aber wirklich das Coolste an ihr war wirklich dieser Hut irgendwie, den sie in Paris getragen hat. Ich muss sagen, der Kampf auf Watsons Junggesellenabschied, der eigentlich nur auf Watson und wildfremden Leuten mit der Karten spielen musste, weil Holmes es aber völlig verbockt hat, da taucht sie das erste Mal auf, noch als Wahrsagerin, wie Zigeuner eben so sind. Das ist wahrscheinlich der einzige Beruf, den Zigeuner Frauen machen können.
Da zückt sie immer wieder neue Messer aus ihrem Gürtel. Das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Aber so mal wirklich Charaktereigenschaften. Sie sucht ihren Bruder. Okay. Ja. Aber dann... Na, das können wir jetzt auch nicht spoilern, leider. Also, als sie ihn gefunden hat... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie ist sie ein bisschen blass doch irgendwie. Ich finde sie cool eigentlich an sich so. Und sie hat ein cooles Gesicht und hatte ein cooles Outfit und alles. Aber das sind ja alles jetzt nur die äußeren Sachen leider. Und Watsons Frau hat wesentlich weniger Screentime gehabt, aber hatte mehr Charakter. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Sie war ein bisschen eifersüchtig, dass das, also sie mochte Holmes nicht so sehr, weil er halt so viel, weil er Watson halt überall mit reinzieht und sowas. Also sie hatte schon mehr irgendwie. Ja. Ach ja, genau, da fällt mir auch noch ein, Holmes scheint auch ein bisschen eifersüchtig halt zu sein. Ja, das, ne? Das kam ziemlich erst ziemlich durch, dass er auf die Frau eifersüchtig ist, weil sie mehr Zeit mit Watson verbringt. Er benutzt zwischendurch ja das Wort Relationship. Ja. Seine Beziehung, im Deutschen kommt das nicht ganz so rüber. Zu Watson zu beschreiben und Watson sieht ihn einfach nur kritisch an und dann endet es auf Partnership für Partnerschaft. Okay, das was im Deutschen eigentlich genau gegenteilige Bezeichnung jetzt ist. Ja, ja. Aber da kommt das schon ziemlich deutlich rüber, dass er eifersüchtig ist und es überhaupt nicht gut heißt, dass Watson heiratet. Was auch cool war dann, als sie dann in Deutschland sind und sich da in die Fabrik einschleichen wollen von Moriarty. Da macht Holmes ja vorher auch erstmal, stellt er so ein paar blöde Fragen. Und hast du Spaß? Are you happy here? und Watson einfach nur, I won't grace this with an answer. Ziemlich cool. Und ja,